Hallo bei Kochfantasie aus Franken, eventuell aus Fürth. Ja, beim letzten Film waren wir in Nordafrika, da davor waren wir wieder in Franken. Heute gehen wir mal wieder nach Italien. Und was machen wir uns? Wir machen uns Bistecchini. Und da werde ich im Laufe des Films immer ein bisschen was dazu erzählen. Aber wenn du in Italien bist und eine Bistecca verlangst, im Restaurant, da kriegst du ein Rindersteak in der Regel. Und Bistecchini ist halt immer die Verniedlichung. Also die Franken und die Italiener haben ja da scheinbar was gemeinsam. Ne? Brocken, Bröckler, habe ich ja alles schon ein wenig erzählt. Und in Italien Telefon, Telefonino, die kleine Einheit. Und scheinbar ist es bei den Bistecchini, Bistecchini, jetzt habe ich es gesagt, genauso. Ja, wir machen uns mal Salatkartoffeln dazu. Ja, und wie immer, was wir dazu brauchen, schauen wir uns mal an. Das sind diese kleinen Bistecchini. Und zwar in dem Fall ist es sehr dünn geschnittenes Fleisch aus der hohen Rippe vom Rind. Wird immer unterschätzt, ist hervorragend auch zum Grillen. Da komme ich später auch nochmal dazu. Aber jedenfalls für uns heute haben wir die. Und da habe ich jetzt mal 6 Stück dünn schneiden lassen. Dazu brauchen wir ein bisschen Piment, ein bisschen Wacholder, das war es eigentlich schon. Da haben wir ein paar Kartoffeln für die Masala-Kartoffeln, eine Zwiebel und eine Karotte. Die Karotte ist eigentlich mehr Deko, also wenn ihr sie nicht habt, gar nicht schlimm. Butter, Olivenöl, dann haben wir hier ein Barolo, weil da wollen wir eine Barolo-Soße machen dazu. Und den Masala für die Masala-Kartoffeln. Pfeffersalz, Basilikum, das war eigentlich schon das Ganze, die ja, ich sag mal, die italienische Küche besteht ja nun immer oft aus wenigen Zutaten, was mir sehr gut gefällt. Gute Zutaten, aber wenig davon. Und dann hast du einfach richtig gutes Essen am Schluss. Ja, was brauchen wir? Vorbereitungszeit, vielleicht 5 Minuten insgesamt, maximal eine Stunde, ist erledigt. Ne? So, dann machen wir mal gleich den Wein auf, weil es gibt ja hier den alten Spruch, was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen. Und wie es der Zufall will, hat man mir ein Glas hingestellt. Ja. Man muss ja eben Wein probieren. In dem Fall habe ich ein Barolo. Und ja, jetzt kannst du sagen, Mensch, ein Barolo kostet doch einen Haufen Geld. Muss es ein Barolo sein? Ja, weil du tust dir nicht so viel ins Essen ein. Das meiste trinkst ja. Den hat mein guter Freund und Kollege mitgebracht. Also Frank, erstmal lieben Dank dafür. Ich probiere das gleich einmal. Natürlich hätte ich eine Stunde vorher aufmachen müssen, aber dann hätte ich den Spruch mit dem Korken ja wohl fangen können und der gefällt mir einfach so gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass er sensationell ist, weil das ist er. Ich will jetzt bloß probieren, ob er korkt, aber da kann ich vielleicht später nochmal, wenn es mal einfällt, einen Tipp geben. Das kann er essen wie der Rennen, ein Barolo, ein Masala, also mein lieber Mann, das sehen wir uns dann gleich bei der Vorbereitung. Vorbereiten war ja nicht so viel. Also wir haben gerade einmal eine Zwiebel geschält und haben die irgendwie in Streifen geschnitten oder in kleine Ringe und haben die Kartoffeln geschält. Also ich habe mir das jetzt erspart oder ich habe es euch erspart, sagen wir es mal so. Gut, wir fangen mal mit den Kartoffeln an, weil die brauchen ein bisschen länger. Da geben wir jetzt erst einmal einen Schuss Olivenöl rein und dann heiß ist die Pfanne. Ja, ich mache immer die Pfanne ein wenig heiß, dann das Fett rein, ne? Dann ist das Fett nicht so lange der Hitze ausgesetzt. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen Butter rein. Warum mache ich das so rum? Immer erst ein bisschen Öl, dann die Butter rein, dann wird es nicht so schnell braun. Das ist der ganze Gig. So, und da gehen wir jetzt die Kartoffeln rein. Die habe ich also im Ganzen jetzt gelassen. Und schwenken die ein bisschen durch und lassen die also einfach einmal ein wenig ja, so anbraten. Ja? Das lassen wir jetzt erst einmal. Da habe ich mein Rindfleisch. Und auch da habe ich ein wenig heiß gemacht, machen wir noch ein bisschen heißer. Da geben wir jetzt auch Olivenöl rein. Ja. Und da braten wir jetzt einfach diese 6 Stück, die ich da habe, an. Auf beiden Seiten. Da mache ich natürlich die Kamera aus, weil das wird ja immer ein wenig so laut. Ihr müsst euch vorstellen, wir können jetzt schon mal salzen, weil wir das relativ kurz braten. Von dem her geht es in Ordnung. Salzen wir die schon mal vor. Genau. Und die brate ich jetzt an und dann schalte die Kamera natürlich wieder ein, wenn es weitergeht. Auf beiden Seiten vielleicht so, naja, 2-3 Minuten, wenn überhaupt. Ne? Das geht aber auch noch nicht so laut, aber das kommt gleich. Ne? Also bis gleich.
Fleisch haben wir angebraten. Ich habe jetzt die Pfanne wieder ein wenig ausgemacht, weil sonst wird es beim Gelabere ein wenig zu laut. Ne? Und dann nehmen wir es raus. Also wie gesagt, das war jetzt vielleicht so jede, ja, anderthalb Minuten, insgesamt drei, also passt. Ne? Du kannst dir die, natürlich die hohe Rippe ein wenig dicker schneiden lassen oder auch so dünn lassen von mir aus und kannst sie auf den Grill legen. Wobei, da würde ich dann eher die Grillfraktion fragen. Also so, es gibt ja wirklich richtig gute Griller, da gehöre ich jetzt nicht dazu. Ich kann zwar grillen, aber naja, kommt gar nicht besser. Aber da kann ich euch nur empfehlen, da fragt mal meinen Bruder. Ich gehe da einfach auf den Kochkanal Barbecue aus Franken, mein Bruder Sven. Der kann euch bestimmt da weiterhelfen. Ich glaube, das hat er noch gar nicht gemacht. Ich glaube, ich muss ihm da mal sagen, er sollte mal was machen damit. Aber vielleicht rufe ich ihn dann später gleich nochmal an. Okay. Also Barbecue aus Franken, nicht vergessen, ne? Drauf geht, mein Bruder. Gut, dann machen wir jetzt wieder ein wenig wärmer, weil das war jetzt halt gerade irgendwie zu laut sonst für euch, ne? Gut. Jetzt habe ich das Fleisch drin angeraten, meine Kartoffeln, da brauche ich ja nicht viel machen. Die lasse jetzt einfach mal rumgeröste da ein bisschen so drin. Ne? Jetzt gehen wir ein wenig die Zwiebeln rein. Wo habe ich es mir hingestellt? Da habe ich es hingestellt. Das können wir jetzt on top so laufen lassen. Wir sollen jetzt auch bloß ein bisschen angeben, ne? Zum Masala vielleicht noch was, der dann damit reinkommt. Das ist ja so ein sizilianischer, ja, Dessertwein, kann man fast sagen. Und wenn ihr den nicht habt, dann nehmt ihr einen Sherry. Ne? Und wenn ihr den auch nicht habt, habt ihr Pech. Nein, Quatsch, dann lasst uns einen Pech. Aber es schmeckt genial dazu, ne? So, meine Zwiebeln da ein bisschen angehen lassen. Das reicht auch schon aus. Und jetzt gießen wir das einmal mit dem Barolo auf, also auf Frank nochmal. Ne? Ich habe ihn gerade nochmal getrunken. Wunderbar. Erst einmal ein bisschen. Piment und Wacholder schmeißen wir mit rein. Und lassen wir erst einmal reduzieren. So, Butter brauchen wir ja wohl den ganzen Tag. Das für eine Schüssel, das können wir da wieder verwenden. Das heißt, wir nehmen uns jetzt da was und, ja wunderbar, ich dachte, das geht ja nicht. Das stellen wir uns jetzt einmal ins Frierfach, weil das brauchen wir dann, um die Soße zu montieren. Montieren hast du, glaube ich, ne? Also, kommt in die Soße rein. Also ins Frierfach. Ne? Machen wir gleich. Rüttel, rüttel. Hat man in der Küchenmaschine. So, genau. Wunderbar. Und jetzt gehen wir da runter mit der Temperatur. Der Wein hat sich jetzt ganz verkocht in der kurzen Zeit. Und dann gehen wir wieder einen Rotwein drauf. Aber jetzt kleine Temperatur, ein bisschen Barolo drauf. Und die Bistecchini gehen wir wieder rein. Ach, ist das schön. So. Wunderbar. Jetzt zieht sie der Film, ne? Ich kann entweder kochen oder labern, beides. Naja, okay, geht auch manchmal. Gut. Dann muss abpfeffern. Viel mehr brauchst du gar nicht, ne? Also die nächsten Schritte sind ja letztendlich das jetzt einmal da so gute 30 Minuten drin liegen zu lassen. Dann werden wir die Soße fertig machen. Die Kartoffeln fertig machen, Masala dazu, Basilikum. Passt. Salat machen wir uns nebenbei. Den zeige ich jetzt nicht, das ist Quatsch. Ja. Deckel drauf, nur den richtigen stellen. Machen wir auch. So, das macht sie jetzt für sich selber. Halbe Stunde mehr brauchen wir gar nicht mehr machen. So, da haben wir unser Kartoffel, das passt. Und geben wir noch einen Schuss Butter rein. Das wird ja dann schon braun, braun, nicht? Na? Mit dem Salz warte ich noch. Das mache ich dann später. Gut. Deckel drauf. Auch in Ordnung, jetzt kann ich den Barolo drücken. Ja, ist das genial, wenn er kocht, oder? Also, schaltet wieder ein, oder ich schalte euch wieder ein, oder wir schalten uns beide wieder ein, wenn es weitergeht. Gute 15 Minuten, ja, ja, 15 Minuten ungefähr. Haben wir jetzt schon mal die Kartoffeln da drin gehabt. Das läuft ja sowieso für sich hin. Ich zeige es mal in die Kamera. So, ich hoffe, man kann es sehen, so soll es aussehen. Na? Aber sie sind natürlich noch nicht weich, klar. Ne? Und jetzt machen wir folgendes, jetzt salzen wir die mal. Mal schauen, ich habe diese neue Mühle bei den Gewürzhelden gekauft.
bisschen grober Brau ist. Ist schon geil, kannst du einstellen. Ne? So. Jawohl. Und jetzt geben wir schon mal den Masala, ne? Diesen sizilianischen Wein dazu. Das sind jetzt gute 3 Esslöffel, falls jemand eine Mengenangabe braucht. Oder wie man sagt, 2 Schuss. Okay. In der Zwischenzeit habe ich auch was gemacht, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Ich habe das Piment und das Wacholderblatt wieder raus, so nach gute 10 Minuten, dass man das nicht so intensiv hat. Ne? Ja, hier brauchen wir jetzt gute 20 Minuten noch einmal. Das Ding läuft einfach so auf kleiner Stufe vor sich hin. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn es schon so weit ist, und dann können wir anrichten und relativ schnell essen. Also, mit der Stunde kommen wir echt gut hin. Also, bis gleich. Nur hat natürlich auch die Kartoffel oder die Kartoffeln etwas karamellisiert durch den Masala. Wunderbar. Und jetzt können wir dann Basilikum reingeben. Und auch nochmal ein bisschen Butter. Wir wissen alle, Basilikum machen wir Hitze noch Kälte. Aber er schmeckt einfach gut. Mit rein. Schmeckt mal alles gut. Und jetzt gehen wir noch einmal so die Bistecchini, auch ein bisschen Butter rein. Und dann haben wir einen guten Geschmack. Das lassen wir jetzt nur mal ganz kurz abschmelzen und dann, ja, dann richten wir an. Ne? Und ihr seid dabei und ja, beim Essen halt leider nicht. Aber man kann nicht alles haben. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen gelogen. Wir brauchen ja noch die gefrorene Butter, um die Soße zu binden, um noch mehr Geschmack da reinzugeben. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen viel Butter, aber glaubt mir eins, macht's. Es ist sensationell. Und wenn ihr jetzt noch einen Löffel hättet, dann wird es genau. Weil ich möchte es noch ein bisschen mehr binden und noch mehr Geschmack reingeben. Also sorry, dass ich es gerade nicht gezeigt habe, aber ich zeige es ja jetzt. Also die gefrorene Butter lassen wir jetzt auch noch schmelzen. Aber dann sind wir echt soweit. Ah. Melzer das an, brillant. So, Teller haben wir natürlich vorgewärmt, wie immer. Und dann können wir auch anrichten und es wird ja auch Zeit. Das mit der kalten Butter, sorry, hätte ich vorher zeigen sollen. Ja, aber schaut einfach die Filme mal kurz vorher an und dann kocht das nach und ist einfach perfekt. So, dann können wir ja mal anfangen, die Bistecchini anzurichten. Na? Es ist einfach, es ist wirklich toll, wenn er sowas macht, geschmort, im Barolo, oder wenn er vielleicht im Urlaub in Italien in einem guten Restaurant sowas isst. Also gutes Restaurant erkennst du natürlich letztendlich, sorry für meinen Rücken, daran, dass viele Italiener vielleicht dort sind, ja. An den Nummernschildern der Autos kannst du es gut erkennen. Wenn eine Speisekarte in 5 Sprachen drin ist, ja, würde ich eher nicht hingehen. Also guck doch mal. Ne? Und ja, es dauert eine Stunde, okay, gebe ich zu, aber der Geschmack ist einfach eine Sensation. Echt. So, ich hole mir noch Schüssel, weil die Kartoffeln werden wir auch extra präsentieren. Schönen Masala-Kartoffeln. Wunderbar. So, dann wollte ich noch, ja genau, da machen wir uns noch ein paar Zesten. Na, so ein Zestenreise, kennt ja jeder, hat jeder da. Na Quatsch, aber sowas, wenn ihr euch einmal kauft, den könnt ihr auch für viele Dinge verwenden. Einfach, es geht mir jetzt ein wenig um die Optik, weil in Italien kriegst du das ja auch teilweise so mit noch ein bisschen ein Gedöns oben drauf, ja. Und ja, nee, wenn sowas kommt, dann freust du dich. Na? Okay, warte mal. Haben wir noch 2. So. Das war jetzt live. Na klar, sowieso alles live. Und was man dann in Italien auch macht, ist, dass man immer noch einen Schuss Olivenöl drauf gibt. Das machen wir auch. Na? Vielleicht noch ein bisschen, bin ich mir dann so ein Ästhet, ja,
wo man sagt, na komm, so ein bisschen Süßler noch mehr, wie auch immer, aber eigentlich reicht es, aber naja, so ein bisschen noch. Ja? Weil der Wein ist jetzt komplett natürlich verkocht, also braucht ihr keine Angst haben. Und das ist es dann, machen wir nur sauber, damit wir dann auch ein schönes Foodbild haben. So, ist jetzt nicht so wahnsinnig dunkle Soße, weil wir haben jetzt nicht einen halben Liter Wein da verkocht. Außerdem würde ich wahrscheinlich gesteinigt werden, wenn ich einen halben Liter Barolo verkocht, ja? Okay. Nee, das passt. Und so, wenn du das isst, ein kleines Gericht, ein längeres Gericht, eine Stunde gemacht, wunderbar. Ich zeige es gleich noch einmal nach meinem Abgesang. Der Abgesang funktioniert immer so, wenn es euch gefallen hat bei Koch von der See, also erst einmal auf den Daumen. So, zweites Ding ist, da ploppt jetzt gleich mein Logo auf und ihr seid bei YouTube angemeldet und euch gefällt der Kanal vielleicht und ihr sagt, Mensch, ab und zu würde ich da gerne mal reinschauen und wenn er was Neues macht, der Verrückte, dann kriegt er Bescheid, wenn er aufs Logo, ja, kostenlos, ne, logisch. Ja, dann könnt ihr unten in die Infobox was reinschreiben, natürlich nur nette Dinge, alles andere wird gelöscht, ist klar. Und falls aus irgendeinem Grund ihr dieses Bedürfnis habt, die halbe Flasche Barolo merke ich, das Bedürfnis habt, mir persönlich was zu schreiben, wo ich mich auch freue, schaue nicht jeden Tag rein, dann können wir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Ne? kochfantasie@aol.de. Okay, ansonsten sage ich immer, schön, dass ihr zugeschaut habt und wie immer sage ich, kocht's noch.